Und auch sehr viel lachen und halt einfach eine schöne Zeit als Familie quasi haben. Welche außerschulischen Aktivitäten interessieren dich während einem Schüleraustausch? Wie wäre es mit Tennisspielen, Skaten oder einem Spieleabend mit deiner Gastfamilie? Unsere Teilnehmerin Leila ist seit September mit uns in Sacramento. Sie erzählt euch in diesem Video, welche Aktivitäten sie dort für sich entdeckt hat und womit sie am liebsten ihre Freizeit verbringt. Wenn auch du überlegst, einen Schüleraustausch in den USA zu machen, dann bleib unbedingt bis zum Ende dabei. Vergesst nicht zu abonnieren und zu kommentieren. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was ist etwas, was du total gerne mit deiner Gastfamilie machst? Durch Corona habe ich auch angefangen, oft mit meiner Gastfamilie Spaziergänge zu machen, da es in meinem Ort ganz viele verschiedene Wege gibt, die extra für Spaziergänge gemacht sind, mit wunderschönen Ausblicken. Und das macht richtig viel Spaß, da wir auch dort einfach Zeit verbringen und reden und auch sehr viel lachen und halt einfach eine schöne Zeit als Familie quasi haben. Gibt es weitere Aktivitäten, die ihr gerne zusammen unternehmt? Und ansonsten spiele ich auch noch abends immer oft Spiele mit meiner Gastfamilie, also so vertreibe ich auch noch ganz gut Zeit. Wir spielen verschiedene Spiele, zum Beispiel Brettspiele oder Kartenspiele, da habe ich schon ganz verschiedene gelernt, die ich noch nicht kannte. Genau, ansonsten besuchen wir auch oft Verwandte, es macht auch sehr viel Spaß, dann haben wir Spieleabende mit denen auch zusammen. Was hat dein Ort Penn Valley alles zu bieten? Tennisplätze, also das ist direkt alles so, keine Ahnung, 2 Minuten weit weg. Da fahren wir dann einfach schnell hin und spielen dann auch verschiedene Spiele draußen, zum Beispiel Volleyball oder was auch immer. Also da kann ich eigentlich schon gut Zeit vertreiben in dem Ort alleine hier. Wir haben auch noch wirklich ganz verschiedene Parks hier in meinem Ort, deshalb gehe ich auch dort oft Skateboard fahren. Bist du durch die Corona-Pandemie eingeschränkt, was Unternehmungen mit deinen Freunden betrifft? Da es bei mir mit Corona im Moment nicht so schlimm ist, ist nicht so viel eingeschränkt. Deshalb kann ich eigentlich auch ganz verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel gehe ich Bowling spielen manchmal oder ich treffe mich mit Freunden auch. Und dann unternehmen wir was oder haben ein Picknick. Also eigentlich kann ich schon relativ verschiedene Sachen hier machen und mir ist eigentlich auch fast nie langweilig. Hat sich dein Alltag in den USA gegenüber deinem Alltag in Deutschland verändert? Mein Alltag hier im Gegensatz zu meinem Alltag in Deutschland hat sich jetzt nicht so sehr verändert. Es hat sich jetzt quasi nur in dem Punkt Schule verändert, da ich ja hier im Moment noch 2 Tage Online-Unterricht habe und 2 Tage in der Highschool. Aber nach den Frühlingsferien, die glaube ich in 2 Wochen sind, ändert sich das. Dann habe ich 4 Tage in der Woche Unterricht in der Highschool. Doch freue ich mich schon richtig doll drauf. Und genau, das ist halt das Einzige, was sich halt geändert hat, obwohl ich in Deutschland dann auch schon Online-Unterricht hatte. Aber genau, das hat sich halt so ein bisschen geändert. Das war's dann auch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Du möchtest genauso wie Leila eine tolle Zeit in einer Highschool sowie außerhalb der Schule mit deiner Gastfamilie oder das Tennisspielen mit neu gewonnenen Freunden erleben? Du möchtest mehr Infos zu einem Schüleraustausch in den USA? Dann bestell dir jetzt eine unserer tollen Broschüren direkt zu dir nach Hause. Und vielleicht bist auch du bald mit uns in den USA. Dann verschwende keine Zeit mehr und melde dich telefonisch unter der jetzt eingeblendeten Nummer für ein Beratungsgespräch mit unseren Experten. Wenn du mehr von Leila und uns sehen möchtest, dann schau dir das Video Schüleraustausch Pro und Contra sowie unseren Instagram-Account an. Wir freuen uns schon auf dich, dein Team von Kulturwerke Deutschland.